Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt, heute mal wieder nur mit mir. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, auf meinem Bett ist hier das totale Chaos. Aber, und hier sind auch überall Koffer, ich sage euch jetzt warum, weil ich fahre zu einem Tanzwettbewerb nach Kroatien und deswegen packen wir heute, also ein Pack with me machen wir heute. Ich zeige euch so, was ich alles mitnehme und ich freue mich schon so auf diesen Tanzwettbewerb, weil ich bin da wie gesagt mit meinen Freunden und das wird total schön, weil dort ist auch ein Strand und so. Aber hauptsächlich geht es ja ums Tanzen und um den Tanzwettbewerb und ich hoffe, wir meistern den so wie die letzten anderen auch. Und genau, let's go! Ich habe mir jetzt schon zwei Koffer hergerichtet. Einmal einen kleineren, wo ich meine Kostüme reingebe, die ich hier schön aufgebügelt schon reingegeben habe, weil ich weiß nicht, ob man dort eine Bügelmöglichkeit hat. Und ich will ja nicht mit so zerknitterten Sachen auf die Bühne gehen, weil das ist einfach nicht okay. Und deswegen habe ich hier dann einen extra Koffer für meine Kostüme, damit wirklich nichts passiert. Und einmal einen größeren Koffer für mein Gewand und meine Sachen, die ich dort einfach brauche. Und hier ist dann auch schon mein ganzes Gewand, was ich überhaupt mitnehme. Weil wir sind doch schon fast eine Woche dort. Und da braucht man schon viele Dinge, die man mitnimmt. Und ich beginne jetzt einfach. Und zwar, weil wir auch tanzen und so, habe ich hier mir erstmal meine Sportsachen. Und zwar einmal hier einen Zweiteiler. Einmal eine Leggings und einmal einen Top dazu. Und einmal nur eine Schlaghose. Die brauche ich einfach immer, um eben zu tanzen und es gibt auch dort viele, also einfach, ich trage die einfach mal dort, so wenn man dann herumgeht, weil vielleicht macht man dann doch so bei der einen oder anderen so vielleicht ein Video, wo man tanzt und dann ist es immer gut, sowas anzuhaben. Also das kommt auf jeden Fall mit. Ah, und dann habe ich hier noch meinen Lieblingssporttop, das gehört eigentlich zu den Sportsachen, aber von der Kollektion Ilias Welt Energy, die Kollektion, ups, kennt ihr bestimmt. Und zwar, das ist mein absolutes Lieblingstop. Nicht nur, weil es so coole Farben ist, hat, sondern weil es auch cool glitzert. Und es ist einfach, für, wenn man, besonders wenn man tanzt. Ich wollte es auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mir das auch extra neu nachbestellt. Weil das ist einfach ein guter Stoff und damit kann man auch super tanzen und sich bewegen. Und deswegen kommt das auf jeden Fall mit. Dann auf jeden Fall auch ganz viele Jogginghosen. Und zwar, die habe ich hier. Ich habe hier jetzt erstmal einmal so einen Sportrock, der gehört auch noch so. Und das ist cool, weil das ist hier auch nochmal mit so einer Hotpants drunter. Also richtig sportlich auch, das ist auch so ein sportlicher Stoff. Könnte ich auch zu den Sportsachen geben. Und dann habe ich hier noch zwei Jogginghosen. Einfach auch um ein bisschen zu bequemer und chilliger, auch für die Fahrt, weil wir fahren 6 oder 7 Stunden. Dann ist es blöd, wenn ich mit Jeanshose dann schlafe. Und dann habe ich hier auch nochmal meine ganz normale Flugsackhose. Diese ähnliche wie eine Jogginghose. Ich liebe die Hose, die ist einfach auch immer gut, wenn man so eine mit hat. Genau. So, dala. Ich möchte euch jetzt überhaupt noch erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und zwar, ihr wisst ja, ich liebe ja Tanzen und ich habe auch angefangen mit 8 Jahren Ballett überhaupt. Und ich habe seit letztem Jahr habe ich angefangen, so Wettbewerbe und so andere Tanzstils zu auszuprobieren. Und deswegen habe ich dann auch dieses Jahr mit einem Wettbewerb begonnen. Und der war in Bratislava und das war eben von DanceStar. Das ist so eine internationale Competition. Und da haben wir den ersten Platz mit dem Musical gemacht. Und ich bin so happy. Wir haben wirklich so, das habt ihr eben im Short wahrscheinlich gesehen, da habe ich so geschrien mit meinen anderen drei Freunden, mit denen ich aufgetreten bin. Und damit sind wir eben weitergekommen und treten jetzt auch in Kroatien auf bei diesem internationalen Competition-Tanzwettbewerb. Und ich sage euch jetzt, also ich habe 2 Tänze. Und zwar einmal einen modernen, eher mit so grooveren, ganz langsamen Bewegungen. Das ist wirklich ein cooler Tanz, den zeige ich euch auf jeden Fall noch. Da werde ich euch noch ein Video einblenden. Und auch einmal meinen Musical-Tanz, den habt ihr ganz oft schon gesehen. Und zwar, das mache ich mit 3 anderen Mädchen. Und da haben wir diese coolen pinken Röcke an. Und deswegen, also da sind eben meine Kostüme drin. Und ich hoffe, weil in Kroatien, da kommen wirklich Leute aus ganz verschiedenen Ländern, aus Amerika und so. Und da kann man sich dann schon was abschauen, weil die sind sicher echt gut. Und das ist echt so eine ganz neue Erfahrung, wenn man das überhaupt mitkriegt. So, es wird auf jeden Fall mega cool und ich werde euch ganz viel informieren.
Ich mache mir da jetzt wirklich keine großen Hoffnungen, da überhaupt gut abzuschneiden. Also ich glaube schon, dass wir gut sind, aber das ist ja doch schon ein anderer Standard. Aber es ist trotzdem cool, einfach dabei zu sein und immer diese Erinnerung zu haben. Das ist schon cool einfach und dieses Erlebnis. Der Tanzwettbewerb in Kroatien wird für meine Mädels und mich wirklich spannend. Die Konkurrenz wird stark sein, aber wir werden unser Bestes geben. Im nächsten Video in einer Woche seht ihr davon dann mehr. Das wird echt cool. Ich freue mich so sehr. Aber weiter jetzt zu meinen Sachen. Wir haben auch bei diesem, da gibt es so zwei Feste. Und zwar einmal eine Beachparty und eine Gala-Night. Und das ist urcool. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, das läuft doch so ab, wie ich es in meinem Gedächtnis habe. Was es wahrscheinlich nicht ist. Wahrscheinlich werde ich nur mit meinen Freundinnen da sitzen und nicht wissen, was ich mache. Aber ich habe mir auf jeden Fall einen Glitzerrock mitgenommen, weil vielleicht werde ich ja dann doch plötzlich, hole ich meinen roten Superheldenmantel raus und habe dann plötzlich ein schickes Outfit an. Und dann werde ich dort gleich tanzen. Und dazu habe ich auch noch, also ich weiß nicht, ob das ich dazu anziehe, auch noch so ein pinkes Top. Ich finde das super süß. Man braucht ja auch so wirklich nur so kurze T-Shirts, einfach nur, um drüber anzuziehen, versteht ihr? Und hier habe ich dann auch noch ein super schönes Sommerkleid. Es ist schön luftig, das habe ich euch eh schon bei meinen Ostergeschenken gezeigt. Und das kommt natürlich mit, das habe ich euch eh auch gesagt, dass ich das für einen Urlaub sicher mitnehme. In einer schönen Farbe natürlich, in Türkis. Und dann habe ich auch noch meinen Lieblings-Zweiteile. Den habt ihr bei dem Make-up gesehen, den habe ich mit der Ile zusammen und der ist einfach so cool. Und der wird auf jeden Fall entweder für die Gala-Night oder für die Beach-Party, aber das ist auf jeden Fall auch cool. Und dann habe ich hier noch ich liebe diese Hosen. Das sind einfach nur so luftige, coole Sommerhosen. Die kennt ihr bestimmt. Da habe ich einmal eine weiße, dann einmal so eine grüne und auch so eine coole pinke. Weil ich meine, für wenn man so auf Urlaub fährt, sage ich jetzt mal, braucht man auch schon coole Farben. Deswegen habe ich auch eine pinke und so ein Hemd. Das liebe ich einfach, wenn man das über die Bikinis einfach schnell anzieht, wenn man irgendwie ein Eis essen gehen will oder so. Einfach gut. Genau, und dann haben wir hier noch hinten extra zu meinem lilanen Top eine Ilias Welt Energy Jacke. Ich finde, das passt einfach urgut. Und dann, wenn man diese schwarze Leggings dazu anzieht, das ist einfach ein mega Sport-Outfit. Und damit kann man sich auch super bewegen. Also die kommt auf jeden Fall auch mit. Hier auch auf der Seite. Urcool. Und dann habe ich hier noch einen orangenen Pulli. Einen mit so hinten, das ist so ein großes Herz. Ups, das sieht man jetzt nicht, egal, das ist so ein großes Herz noch hinten drauf. Und dann auch noch so eine blaue Jacke. Die ist mega cool, wenn man dann zum Beispiel, wenn es ein bisschen kühler wird, passt das auch perfekt zu dem Zweiteiler. Einfach so zum drüber anziehen. Genau. Und natürlich ein Must-Have-Bikinis. Natürlich in super coolen Sommerfarben. Also das ist echt einer meiner Favoriten. Weil ich liebe es, dort schwimmen zu gehen. Da gibt es auch einen Pool. Also ich werde wahrscheinlich jeden Tag einmal irgendwo ins Wasser springen, ganz sicher. Auch wenn es die Badewanne ist, ist es egal. Ich werde ins Wasser gehen. Natürlich super Farben. Und dann habe ich hier noch meine Pyjamas. Nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Hauptsache bequem. Und dann haben wir hier noch, weil ich mich auch abtrocknen muss, coole, natürlich, wie immer, upsi, nein, falsch rum. Wartet. Coole Ilias Welt Handtücher. Natürlich auch in super Farben. Ich hoffe natürlich auch, dass das Wetter gut mitspielt, weil jetzt sieht es gerade nicht so gut aus. Es soll regnen. Bisschen doof. Und also so warm ist es jetzt auch nicht. Das höchste ist 22 Grad. Also ja. Aber egal. Dann wird es halt doch die Badewanne. Und vielleicht ändert sich es noch, weil ich habe gestern auch drauf geschaut und da war es schlimmer als jetzt. Also, ich habe gute Chancen. Und hier noch das zweitwichtigste nach dem Kostüm, das Make-up, was wir für die Bühne brauchen. Also hier habe ich wirklich natürlich meine Lieblingspalette mit ganz bunten Farben, weil wir brauchen wirklich pink, pink, pinke Lidschatten.
Lidschatten. Und zwar wirklich, das muss man ja, man muss das so kräftig machen. Das kennt man auch von Musicals so. Das muss wirklich die Person in der letzten Reihe sehen. Und deswegen müssen wir uns immer so doll schminken. Dann habe ich hier auch noch eine Schlafmaske, weil schlafen und so. Okay, das gehört zu den Pyjamas. Und dann habe ich hier noch Foundation, weil ganz deckend. Und dann auch ganz viel Blush. Ich habe hier wirklich nur viel Blush mitgenommen. Eben weil wir eben solche pinken Kleider anhaben. Und deswegen muss es auch pink sein in unserem Gesicht. Wimperntusche. Und dann ganz wichtig, Bobbypins. Wir machen Frisuren, wir machen hohe Zöpfe. Und das ist so besonders bei mir. Ich habe ja Stufen. Und deswegen kommen die Fliegen, die mir überall raus. Auch meine Curlmakes. Und deswegen befestigen wir die auch immer mit Bobbypins. Und da hat uns auch unsere Lehrerin gesagt, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen müssen, weil die verliert man schnell. Und ganz wichtig, Haarspray. Den muss ich noch einpacken. Warte, ich sehe ihn schon in meinem Blickwinkel. Wartet. Haarspray, ganz wichtig, weil es muss ja auch gut halten. Das Ding ist, wie wir letztes Mal dort waren, auch in Bratislava, ich habe meine Haare nicht mehr aufbekommen. Wir haben so viel reingegeben. Ich hoffe, das wird dieses Mal besser. Aber auf jeden Fall, Haarspray ist auch ganz wichtig. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass ich mich dort schminke wie ein Clown. Das ist wirklich nur so das Bühnen-Make-up. Ich schminke mich ja ehrlich gesagt noch nicht wirklich so viel. Also ich tue ja nur Wimperntusche und so. Aber das ist ja hauptsächlich wirklich das Bühnen-Make-up, weil wir brauchen da wirklich sehr viel und sehr stark. Deswegen habe ich ja auch so eine große Tasche. Eben wegen dem Bühnen-Make-up. Und das hier ist jetzt noch meine Tanzausrüstung. Und zwar, das sind wirklich ganz wichtige Teile, nicht nur wirklich vom Kostüm. Und zwar brauche ich erstmal, okay, einen Knieschoner. Eigentlich habe ich zwei, weil wir machen einen Kniesprung. Und das, also wir drehen und dann machen wir so einen halberten Spagat. Und dann gehen wir aber auf den Boden, also... Und da habe ich immer sehr viele blaue Flecken. Deswegen habe ich immer einen Knieschoner parat, eigentlich immer beide. Aber egal, den muss ich noch suchen, weil sonst komme ich wirklich mit blauen Füßen. Deswegen ganz wichtig, das habe ich dann immer nur. Also ich mache es sonst eigentlich immer mit Knieschoner und dann beim Auftritt natürlich ohne. Genau, dann haben wir hier auch noch meine Schuhe. Weil ich baue natürlich auch Schuhe. Also bei dem einen Modern Tanz treten wir ohne Schuhe auf, nur mit weißen Socken. Und beim pinken Tanz mit Schuhen. Und dann brauchen wir hier natürlich auch hautfarbene Strumpfhosen und ja, einfach so Sachen, die man dann auch darunter nicht sieht. Wie gesagt, Strumpfhosen und so. So, also hier ist noch mein Kostüm. Das hier habe ich beim Modern an. Und zwar ist es einmal so eine Bluse. Das ist so eine schulterfreie Bluse, aber sie rutscht halt dann wieder rauf. Das ist sie. Und das ist dann kombiniert mit einer, wartet. So. Mit einer weißen, ich weiß nicht, das ist eine Hose. Aber halt so eine, nicht Jogginghose, aber einfach so eine lockere Hose, so einfach im modernen Stil. Die habe ich eh auch mit, also so eine ähnliche. Ja, und das ist mein Modern Outfit, mehr habe ich da auch wirklich nicht. Ich habe da nichts mehr im Haar, ich habe keine Schuhe an, weil da habe ich ja wie gesagt Socken. Das hier ist mein cooles Minnie-Maus-Kostüm. Nein, also das ist das, was ich im Musical anhabe. Und zwar ist es einmal so ein Rock. Gepunktet, ja.
Und das ist dann, und das habe ich dann an. Mit so einem weißen T-Shirt. In so einem V-Ausschnitt. Und das haben halt auch alle von meinem Quartett an, genauso wie hier in meiner Gruppe. Ich tanze bei jedem Tanz mit einer Gruppe. Im Musical mit einem Quartett, wie gesagt, und hier mit anderen 6 Leuten, glaube ich. Also schon sehr viel, aber der Tanz ist auch wirklich sehr cool. Beide Tanze sind echt cool. Und beim Pinken gibt es noch so kleine Details. Und so haben wir noch so einen hohen Zopf und dann so eine pinke Masche im Haar. Und für unter den Rock haben wir dann auch so eine weiße Hotpants. Und auch nochmal Schuhe. Ich weiß nicht, warum ich... Ich habe sehr viele Schuhe. Hier auch nochmal die Schuhe. Aber da habe ich eh die anderen. Aber die nehme ich zur Sicherheit mit, falls mit den anderen irgendwas passiert. Und hier wieder so Leggings. Nicht Leggings, aber Strumpfhosen. Weil es ist immer Uhr... Manchmal können die Uhr schnell reißen und deswegen habe ich sehr viele mit. Genau, und das ist mein Kostüm. Und das packen wir jetzt hier rein. Also das geht sich perfekt mal wieder aus. Perfekt. So. Sehr praktisch, weil man kann die Kiste mitnehmen. Und das ist dann auch für das Kostüm, eben damit da auch nichts passiert. So, das ist auch noch so ein Bügeldings, weil das ganz flach ist. Und hier. So. Und jetzt haben wir hier 2 fertige Koffer. Das war jetzt echt zu viel, nein. So, jetzt haben wir hier 2 fertige Koffer. Ich bin jetzt schon echt stolz, dass wir jetzt schon gepackt haben gemeinsam. Und dann habe ich hier auch noch mein Handgepäck in meiner Tasche. Und dann können wir gut jetzt in den Urlaub reisen. Also zum Wettbewerb natürlich. So Leute, und als wäre das noch nicht genug Gepäck, kommt doch meine beste Freundin mit. Und zwar... meine Harfe. Und zwar deswegen, weil ich 1 oder 2 Tage gleich danach nach noch einen Wettbewerb fahre, also zu noch einem Wettbewerb, und zwar zum Bundeswettbewerb, weil ich hatte ja schon einen Harfenwettbewerb und mit dem bin ich ja auch schon weitergekommen. Und deswegen fahren wir jetzt auch zum Bundeswettbewerb und spielen dort auch. Und hoffentlich gewinne ich dort auch den ersten Platz. Aber damit ich eben in dieser fast einen Woche nicht alles verlerne, nehme ich sie auf jeden Fall mit, damit ich auch noch üben kann. Weil so viel Zeit dazwischen ist auch noch nicht. Und damit ich auch die Finger noch wach halte, sozusagen. Und dass sie das auch nicht verlernen. Deswegen nehme ich die auch noch mit. Verspielt. Oh mein Gott. Okay, egal. Leute, deswegen muss ich die Harfe mitnehmen, weil das hier sonst passiert. Und zwar auf der Bühne dann. Und von euch verabschiede ich mich jetzt und ihr werdet ganz viel Informationen von diesem Wettbewerb mitkriegen. Ich werde euch überall informieren und mitnehmen. Und Leute, bald geht's los. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Thank you.